nachfolgende Sendung wurde durch Spenden ermöglicht. Entmachte die Goliaths in deinem Leben. Lass dich von seinen Attacken nicht abschrecken. Er brüllt nur, aber er kann nichts ausrichten. Fürchte dich nicht und geh entschlossen weiter. Seit über 70 Jahren im Glauben unterwegs. Herzlich. Persönlich. Ermutigend. Das überkonfessionelle Missionswerk Karlsruhe. Voller Freude am Leben. Ja, und ich habe für euch heute ein ganz besonderes Thema. Und es geht heute um Riesen. Und ich habe euch ein paar Kieselsteine mitgebracht. Ja, und da 5 Kieselsteine. Und das kommt euch sicher bekannt vor. 5 Kieselsteine, die hat der David auch bei sich gehabt. Und ich bin überzeugt, wenn ihr heute das umsetzt, was ihr hört, dann wird sich euer Leben dramatisch verändern. Und heute geht es um das Thema, besiege den Goliath in deinem Leben. Und ich glaube, so mancher Goliath steht auf in unserem Leben. Vielleicht hast du auch schon den einen oder anderen bezwungen. Aber wir haben immer wieder solche Dinge, die uns begegnen, so unverhofft auch begegnen, diese Goliaths in unserem Leben. Und wir kennen alle die Geschichte von David und Goliath. Ja, das ist eine der bekanntesten und beliebtesten Geschichten in der Bibel. Hört man es schon in der Sonntagsschule. Und das ist eine großartige Demonstration der Macht Gottes. In 1. Samuel 17, Vers 3 und 4 lese ich euch mal vor. Da heißt es: Und die Philister standen an einem Berg jenseits und Israel stand an einem Berg diesseits, so dass das Tal zwischen ihnen war. Und ein Vorkämpfer trat aus den Lagern der Philister heraus. Sein Name war Goliath aus Gat. Seine Größe war 6 Ellen und eine Spanne. Und das waren über 3 Meter. Und wenn wir uns das vorstellen, so ein 3-Meter-Mann vor uns, das kann schon furchteinflößend sein. Ein übermächtiger Feind. Vielleicht hast auch du so einen übermächtigen Feind, der vor dir steht und du vor Schreck ganz gelähmt bist. Menschen oder Situationen, die einfach vor dir auftauchen und mit denen du gar nicht gerechnet hast. Krankheiten, Beziehungsprobleme, Existenzängste, Verleumdung, Verletzungen und was da so alles auf einen zukommen kann. Schwierigkeiten türmen sich in unserem Leben auf und drohen, über uns hereinzubrechen. Und wir sehen keinen Ausweg. Genauso ging es den Israeliten. Sie saßen da in ihrem Lager, bis dieser Goliath auftauchte. Und sie bekamen Angst und flohen sogar, sind davongelaufen. Sie liefen einfach davon, als sie ihn sahen, aber das löste das Problem nicht. Goliath kam wieder, Tag für Tag. Es hilft nichts, wenn du deinem Problem davonläufst. Du musst dich ihm stellen. Und stellen, da meine ich damit, in der Weise, dass du erkennst, dass Gott es ist, der für dich kämpft. Musst ergreifen, dass Gott größer ist und vertrauen, dass du durch ihn den Sieg hast. Nicht davonlaufen, sondern ihm entgegengehen mit diesem Vertrauen, dass Gott dir hilft, dass Gott da ist und dass er stärker ist als dein Goliath in deinem Leben. Vers 10 und 11. Ich verhöhne heute die Schlachtreihen Israels.
Gebt mir einen Mann, dass wir miteinander kämpfen. Und Saul und ganz Israel hörten diese Worte des Philisters und sie waren niedergeschlagen und fürchteten sich sehr. Was soll man da tun? Der Feind baut sich auf. Ich verhöhne. Ich. Und es hatte seine Wirkung. Wenn sich der Feind vor dir aufbaut und sagt, ich verhöhne dich. Ja, das hat schon seine Wirkung. Worte haben Macht. Furcht und Entmutigung breiteten sich aus bei den Israeliten. Das, was man dir Negatives an den Kopf wirft, zieht dich herunter und entmutigt dich. Wir werden passiv und sagen, ja, da kann man halt nichts machen. Kennt ihr das, wenn man so resigniert ist? Ja, was soll ich denn tun? Da kann man halt nichts machen. Das will der Teufel dir sagen. Da kannst du nichts machen. Das ist Lüge. Du kannst wohl etwas machen. Bei Gott gibt es immer einen Ausweg. Worte können dich in eine Krise stürzen. Die Frage ist, was lässt du zu? Nimmst du negative Worte an, so wie die Israeliten? Sie waren starr vor Schreck und sind davongelaufen vor diesen Worten dieses Goliaths. Und das Ergebnis war Angst und Entmutigung. Oder machst du es wie David? Feind, du hast keine Macht, Gott ist größer. Das war Davids Devise. Es liegt an uns, nehmen wir es an oder lehnen wir es ab? Es ist unsere Entscheidung, wie wir unseren Problemen entgegentreten, wie wir unseren Riesen entgegentreten, die sich vor uns aufbauen. Und so war diese Situation damals. Drei Brüder von David waren dort im Kampf beteiligt und sein Vater schickte ihn dorthin, um ihnen etwas zu essen zu bringen. Er hatte bestimmt nicht damit gerechnet, was er dort vorfand. Und er kommt nun dorthin, sieht diesen Goliath und die Israeliten davonlaufen. Da hat sich in seinem Herzen etwas bewegt. Und zwar hat er einen Entschluss gefasst. Das kann doch nicht sein. Er war entschlossen, etwas dagegen zu unternehmen. Und das ist auch unsere Sache, uns zu entschließen, aufzustehen und uns zu entschließen, diesem Situation etwas entgegenzusetzen, etwas zu unternehmen. Da kommt dieser junge, unerfahrene David und sagt ganz laut und deutlich in Vers 26, wer ist denn dieser unbeschnittene Philister da, der die Schlachtreihen des lebendigen Gottes verhöhnt? Das zeugte von Mut und Entschlossenheit. Was haben sich wohl die Soldaten gedacht, als sie dies hörten? Sie rennen davon, und ein Hirte kommt und stellt sich dem Ganzen. Und David sagt zu Saul in Vers 32, niemand lasse seinetwegen den Mut sinken. Dein Knecht will hingehen und mit diesem Philister kämpfen. David schaute nicht auf Goliath, sondern er wusste, dass Gott da war. Weißt du das auch in deinem Leben? Dass Gott da ist, dass Gott mit dir ist, dass Gott an deiner Seite ist und dass er dir hilft. Er ist auch heute da und gerade jetzt, in diesem Moment. Und dasselbe gilt, schau nicht auf den Goliath in deinem Leben, sondern wisse, dass Gott mit dir ist.
Lass wegen dem Teufel deinen Mut nicht sinken. Gott ist größer als deine Herausforderungen. Gott ist größer als die Berge, die sich vor dir auftürmen. Wenn Gott mit dir ist, wer soll gegen dich sein? So sagt es uns sein Wort, und auf diese Verheißung können wir uns stellen. David war entschlossen, sich nicht einschüchtern zu lassen von diesem Philister. Lass auch du dich nicht einschüchtern von deinen Schwierigkeiten und den Lügen des Teufels. Was mögen wohl Davids drei Brüder gedacht haben, als David so auftrat? Sie waren unter denen, die wegliefen, und der kleine Bruder kommt und spricht große Worte. Der, der keine Ahnung hat vom Kampf und vom Soldatendasein. Vielleicht wurden sie sogar gehänselt deswegen. Schaut mal, euer kleiner Bruder, was der für große Worte spuckt. Und wir lesen sogar, dass sie zornig wurden über ihn. Gott wählt das Unscheinbare, das, was andere vielleicht nicht ernst nehmen. Vielleicht wirst auch du nicht wahrgenommen in deiner Familie, weil du gläubig bist. Vielleicht ignoriert man dich an deiner Arbeitsstelle oder im Freundeskreis. Lass dich nicht entmutigen und geh voran. Gott hat auch für dich einen Auftrag, nämlich für ihn zu gehen. Und andere werden sehen, dass Gott mit dir ist. Mach dich auf wie David und geh deinen Problemen entgegen. Und die Menschen werden sehen, dass Gott mit dir ist. 1. Samuel 17, Vers 28. Und Eliab, sein ältester Bruder, hörte zu, als er mit den Männern redete. Und der Zorn Eliabs entbrannte über David. Und er sagte: Warum bist du überhaupt hergekommen? Und wem hast du jene paar Schafe in der Wüste überlassen? Ich erkenne deine Vermessenheit wohl und die Bosheit deines Herzens, denn du bist ja nur hergekommen, um dem Kampf zuzusehen. Sein Bruder macht ihn richtig nieder. Was willst du denn hier? Du bist doch nur gekommen, um nachher zu erzählen, was du gesehen hast. Du mit deinen paar Schafen, wem hast du sie denn überlassen? Du hast ja keine Ahnung. Das war die Rache, weil David gesehen hatte, dass sie Angst hatten und davongelaufen sind. Und David sagt nur im Vers 29, was habe ich denn getan? Ist es nicht der Mühe wert? David ließ sich nicht einschüchtern. Er hatte sich entschlossen, etwas zu unternehmen. Und sofort wurde er attackiert. David musste sich Vorwürfe und Anschuldigungen anhören. Kommt dir das bekannt vor? Wenn du dem Teufel nicht nachgibst, bläst dir der Wind ins Gesicht und meistens aus den eigenen Reihen. Der Feind will dich abhalten, ihn zu besiegen, und er setzt alles daran, dass du aufgibst. Er legt dir alles in den Weg, dass es unmöglich erscheint, vorwärts zu gehen. Gib nicht auf. Der Teufel kann nur blöffen. Er hat keine Macht über dich. Auch Goliath beschimpfte David. Er verfluchte ihn sogar. Als David sich dem Goliath in den Weg stellte, versuchte er, ihm Angst zu machen und ihn davon abzubringen. Doch er ließ sich nicht beirren. David ließ sich nicht beirren. 1. Samuel 17, Vers 43 bis 46. Und der Philister sprach zu David: Bin ich denn ein Hund, dass du mit Stöcken zu mir kommst?
Und der Philister fluchte David bei seinen Göttern. Der Philister sagte zu David: Komm her zu mir, dass ich dein Fleisch den Vögeln des Himmels und den Tieren des Feldes gebe. Und David antwortete dem Philister: Du kommst zu mir mit Schwert, Lanze und Krummschwert. Ich aber komme zu dir mit dem Namen des Herrn der Heerscharen, des Gottes der Schlachtreihen Israels, den du verhöhnt hast. Heute wird der Herr dich in meine Hand ausliefern, und ich werde dich erschlagen und dir den Kopf abhauen. Und die ganze Erde soll erkennen, dass Israel einen Gott hat. David kam im Namen des Herrn. Und das ist das Einzige, was uns den Sieg bringt, vorwärts im Namen des Herrn. Er schaute nicht auf Goliath, sondern er war sich sicher, dass nicht er selbst, sondern der Herr kämpfen würde. Er war sich seines Sieges gewiss, weil er in der Kraft Gottes ging und mit Entschlossenheit. Und mache du es genauso. Gehe in der Kraft Gottes und mit Entschlossenheit. Auch wir können Gott vertrauen und ihm den Kampf überlassen. Er hat eine Lösung für unser Problem. Vorangehen und den Herrn groß machen. Und wisst ihr, wie man das macht? Durch Lobpreis, durch Gebet und durch unser Vertrauen. Wenn wir Gott zutrauen, dass er unsere Probleme lösen kann, dann machen wir ihn groß. David wollte nicht die Rüstung Sauls haben. Er wollte nicht die Rüstung von anderen. Die passte ihm gar nicht. Geh in deiner eigenen Ausrüstung, in deiner Entschlossenheit. Das, was du von Gott hast, das benutze. Das, was Gott dir ins Herz legt und sein Wort, seine Verheißungen. Manche Ausrüstung ist dir zu groß und manche ist dir zu klein. Versuche nicht, andere Menschen nachzumachen, sondern geh in deiner eigenen Autorität. Vielleicht hat es bei anderen funktioniert, aber Gott gibt dir deine eigene Ausrüstung bzw. Strategie. Die anderen hatten Rüstungen. Und was hat David gemacht? Kapitel 17, Vers 40. Und er nahm seinen Stab in seine Hand und wählte 5 glatte Steine aus dem Bach und tat sie in die Hirtentasche, die ihm als Schleudertasche diente, und nahm seine Schleuder in seine Hand und ging dem Philister entgegen. Ein Hirtenstab, eine Schleuder und 5 Kieselsteine gegen einen Riesen in Waffenrüstung. Ein sehr ungleicher Kampf. Und vielleicht fühlst du dich manchmal auch so: Das geht gar nicht. Der Kampf ist viel zu ungleich. Wenn du Gottes Ausrüstung hast und mit ihm in den Kampf gehst, ist es total egal, was dein Gegner macht. David nahm den Hirtenstab. Der Stab ist ein Bild für unseren Glauben, den wir aktivieren, um gegen den Feind anzugehen. Wir vertrauen Jesus, dass wir siegen werden. Rufe dir ins Gedächtnis, dass Jesus für dich den Sieg schon errungen hat. Wir sind nicht in der Niederlage, sondern auf dem Weg zum Sieg. Und wir gehen mit Entschlossenheit vorwärts. Aktiviere deinen Glauben. Dann hatte er noch die Schleuder und die Steine. Steine sind ein Bild für unsere Autorität, die wir in Gott haben. Schleudere dem Feind entgegen, dass er keine Herrschaft über dich hat. Dass Gott größer ist. Entmachte seinen Angriff im Namen des Herrn.
Schleudere dem Feind entgegen, dass du nicht auf ihn hören wirst und dass du seinen Lügen nicht mehr glaubst. Sag ihm, dass du kein Verlierer bist, sondern im Sieg Jesu stehst. 1. Samuel 17, Vers 48 bis 50. Und es geschah, als der Philister sich aufmachte und näher an David herankam, da lief David eilends von der Schlachtreihe aus dem Philister entgegen. Und David griff mit seiner Hand in die Tasche und nahm einen Stein heraus. Und er schleuderte und traf den Philister an seiner Stirn. Und der Stein drang ihm in die Stirn ein und er fiel auf sein Gesicht zur Erde. So überwand David mit der Schleuder und mit dem Stein den Philister. Und er traf den Philister und tötete ihn. David aber hatte kein Schwert in der Hand. 5 Steine. 5 Kieselsteine hatte der David bei sich. Es brauchte aber nur einen. Ein einziger Schlag mit so einem Steinchen. David gebrauchte das, was er in seiner Hand hatte. Das Wenige. Und Gott lenkte den einen Stein so zielgerichtet, dass er nichts weiter brauchte, um zu siegen. Der Goliath fiel. So ein kleiner Stein wirft diesen 3-Meter-Mann um. Und niemand hätte das für möglich gehalten. Niemand hätte David das zugetraut. Nimm das Wenige, was du hast, und schleudere es dem Feind entgegen, und wenn es nur so ein kleines Steinchen ist. In einer anderen Form vielleicht. Aber das Wenige, was du hast, das nimm und schleudere es dem Feind entgegen. Und du sagst vielleicht, mein Glaube ist nicht groß. Dann nimm deinen kleinen Glauben und pack es an. Und ich möchte euch mal zeigen, was die Bibel sagt über unseren kleinen Glauben. Wichtig ist, dass du dich bewegst. Bleib nicht stehen und lass alles auf dich hereinprasseln, sondern geh vorwärts und schau vorwärts. Pack es an im Gebet. Dein Glaube muss nur so groß wie ein Senfkorn sein. Und weißt du, wie groß ein Senfkorn ist? Ein Senfkornsame. Ich möchte euch das einmal zeigen und dazu muss ich kurz mal runtergehen, dass die Kamera das einfangen kann. Und das traut Gott uns zu, dass wir so einen Glauben haben, wie eins dieser Körnchen. Gott verlangt nicht von uns, dass wir einen Glauben haben, der riesengroß ist, der so groß ist wie ein Berg. Und ich glaube, diesen Glauben können wir doch alle aufbringen. So ein kleiner Glaube, wie ein Sandkorn. Dankeschön, Adelmo. Und das reicht aus, um Mut zu haben, um weiterzumachen, oder nicht? Solch ein kleiner Glaube. Fülle deine Worte mit der Autorität Gottes. Du hast Autorität. Und du hast auch Autorität, gegen deinen Goliath vorzugehen, weil du im Namen von Jesus kommst. Du kommst nicht alleine, sondern Jesus wohnt in dir. Du kannst den Feind entmachten durch das Blut Jesu. Gott lenkte den Stein genau an die empfindlichste Stelle und das brachte ihn zu Fall. Und den Feind an seiner empfindlichsten Stelle zu treffen, heißt, ihm zu sagen, dass das vergossene Blut von Jesus stärker ist als er. Das ist seine empfindlichste Stelle, weil er ganz genau weiß, dass er verloren hat. Und wenn du kommst mit dem Blut Jesu, hat er nichts mehr zu sagen.
Goliath fiel und David machte ihm den Gar aus. Wir brauchen heute niemand mehr den Kopf abschlagen, sondern Jesus hat den Feind besiegt am Kreuz von Golgatha. Ein für alle Mal. Wir können sicher sein, dass wir siegen werden, wenn wir im Vertrauen und in der Autorität Gottes gehen. Lass dein Leben nicht einfach so dahindümpeln, sondern nimm es in deine Hand. Entmachte die Goliaths in deinem Leben. Lass dich nicht mehr von Angst regieren. David hat uns ein gutes Beispiel gegeben. Dein Vater im Himmel hört dich und er weiß um dich und er ist mit dir. Schleudere dem Feind entgegen, dass du nicht auf ihn hören wirst und dass du seinen Lügen nicht mehr glauben wirst. Sag ihm, dass du kein Verlierer bist, sondern im Sieg Jesu stehst. Wusstest du, dass du mit deinen Sorgen und Problemen nicht allein bist? Schick uns dein Gebetsanliegen auf missionswerk.de. Dort findest du auch ermutigende Artikel und vieles mehr. Schau doch mal vorbei.